Ist eine Krise wirklich ein Geschenk? Ganz ehrlich. Wenn man in einer Krise drinnen steckt, dann garantiert nicht. Ja, logisch. Dann ist es einfach nur lästig, mühsam, umsonst, würde man sagen. Schauen wir mal zurück. Schau mal in deinem Leben zurück. Die größten Krisen in deinem eigenen Leben. Das sind doch genau die Dinge, die dich wirklich weitergebracht haben, die dich wieder eine Stufe weitergebracht haben. Vielleicht warst du unter Druck und bist genau darin dann gewachsen. Das Geschenk einer Krise. Und momentan erleben wir mehrere Krisen. Wo ist da das Geschenk drinnen? Das werden wir wohl erst im Nachhinein genauer erkennen. In der Natur ist es doch so, wenn wir am Wald oder im Wald spazieren und es fallen vielleicht 5 oder 10 oder 15 Bäume um aufgrund von einem Windstoß. Was passiert am Boden des Waldes? Was passiert da? Wenn du mal die Möglichkeit hast, dann schau da mal genauer hin. Heute ist auch da was los, Hubschrauber, hinten Traktor, aber das stört uns nicht. In der Natur ist es halt, ja, da lebt halt alles. Wenn du mal im Wald spazierst und du siehst so eine lichte Stelle und es ist vielleicht schönes Wetter, dann siehst du, das Licht fällt auf den Boden. Das heißt, es kommt Licht auf den Grund des Bodens und es können wieder Dinge wachsen, es können wieder neue Dinge entstehen. Das heißt, wenn einige Bäume umfallen, im eigenen Leben vielleicht, dann ist das nichts Schlechtes. Das bedeutet, es schafft Platz für Neues. Du hast vollkommen recht, wenn wir in einer Krise drinnen stecken, dann sehen wir das so nicht. Aber im Nachhinein auf jeden Fall. Darum nehmen wir diese Krise einfach jetzt so, wie sie ist. Es ist nicht lustig, es ist nicht leicht, es ist manchmal sehr anspruchsvoll. Es ist eine riesengroße Challenge, speziell für manche Unternehmer. Dennoch nehmen wir diese Challenge jetzt an und schauen wir, wie wir da jetzt gut durchkommen. Im Nachhinein werden wir sehen, hey, wir sind auch da jetzt wieder gewachsen. Es ist wieder Licht auf den Boden gefallen. Einige Bäume sind umgefallen. Ja, das ist passiert. Allerdings, der Wald hat wieder Licht und Luft bekommen. Und du wirst sehen, im Nachhinein ist es genauso. Darum, jede Krise hat ein Geschenk. Es kann nicht so schlecht sein, dass es auf der anderen Seite auch etwas Gutes hat. Nehmen wir es so, wie es ist. Verurteilen wir nicht, kämpfen wir nicht und dann sind wir und bleiben im Flow. Genau das wünsche ich dir. Hey, und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich freue mich jetzt schon drauf. Pfiati!